Hey Leute, mein Name ist Janine Berger und ich zeige euch heute, wo ich trainiere und vor allem, wie versprochen, wie man eine Kippe lernt. Kommt mit! Zuerst zeige ich euch die Laufkippe. Das ist die einfachste Art, weil ihr mit den Beinen Schwung holen könnt und die Beine müssen nicht gehalten werden. Jetzt schauen wir uns die Kippbewegung in Slow Motion an. Wichtig zu Beginn ist, dass eure Beine nach dem Anlauf nach vorne gestreckt werden und dann direkt so nah wie möglich zum Holm gelangen. Hier müsst ihr schauen, dass ihr wirklich den Holm komplett von den Füßen bis zur Hüfte entlang nach oben zieht und erst dann kann die Kippbewegung nach oben erfolgen. Im Prinzip sind es 3 Schritte. Erstens, die Beine holen den Schwung, indem ihr sie nach vorne bringt. Zweitens, mit Hilfe des Schwungs bringt ihr die Beine zum Holm. Drittens, und dann nach dem Ziehen von Schienbein bis zur Hüfte erfolgt die Kippbewegung nach oben. Jetzt zeige ich euch typische Fehler bei der Laufkippe, beziehungsweise wie man es nicht machen sollte. Ganz oft ist der Fehler einfach, dass die Beine zum einen nicht nah genug zum Holm gelangen. Wie der Pfeil verdeutlicht, ist der Abstand zwischen den Beinen und dem Holm zu weit und zum anderen, dass das Ziehen von Schienbein bis zur Hüfte nicht vollständig ausgeführt wird und somit die Hüfte nach unten wegklappt. Zwangsläufig müsst ihr dann die Arme beugen und was dabei rauskommt, sieht man deutlich. Der letzte Teil, also die Kippbewegung nach oben, ist somit der schwerste Teil, aber keine Angst, hierfür habe ich euch hilfreiche Übungen. Am besten sucht ihr euch eine Sprossenwand, geht dann in die Stützposition und lasst euren Körper mit gestreckten Armen und Beinen nach unten fallen und zieht euch dann so schnell wie möglich an die Sprossenwand bzw. den Holm. Vergesst nicht, die Körperspannung zu halten. Zusätzlich könnt ihr die Kippbewegung mit einer selbstgemachten Schlaufe vereinfachen. Ihr geht ebenfalls in die Stützposition, stellt dann die Füße in die Schlaufe und lasst euch dann mit Spannung und gestreckten Armen und Beinen nach unten fallen. Bei der Rückbewegung versucht ihr die Sprossenwandübung umzusetzen und zieht euch an den Holm heran. Ganz wichtig, die Arme müssen beim Hochziehen gestreckt bleiben. Wer dann immer noch Probleme hat, der kann sich auch von seinem Trainer oder einer anderen Person helfen lassen. Mein Trainer greift dann mit seiner linken Hand an meine Kniekehle, wie man am Pfeil erkennen kann, um meine Beine in den Holm zu bringen und direkt danach hilft er mit seiner rechten Hand und drückt meine Hüfte nach oben zum Holm. Die Schwebekippe ist fast gleich wie die Laufkippe, nur mit dem Unterschied, dass die Beine schon am Anfang der Kippe in der Luft gehalten werden müssen und deswegen mehr Kraft benötigt wird. Also entweder macht ihr die Kippe gegrätscht oder mit geschlossenen Beinen beim Hinspringen. Und nun für die Profis, die zusätzlich einen Handstand an die Kippe machen möchten. Hier gibt es auch wieder die Möglichkeit, entweder geschlossen oder gegrätscht den Handstand zu machen. Ich zeige euch erst geschlossen und dann wieder gegrätscht. Wichtig ist hier, dass ihr mit den Beinen schon frühzeitig Schwung holt und ihr dann die Hüfte vom Holm abdrückt und zusätzlich die Schulter nach vorne bringt. Dann müsst ihr mit den Fersen zuerst in den Handstand und gleichzeitig die nach vorne gebrachte Schulter blockieren, um nicht überzukippen. Blockiert man die Schulter allerdings zu spät, kann man den Handstand nicht mehr halten und kippt über. Jetzt die einfache Variante mit einem gegrätschten Handstand. Auch hier muss die Schulter wieder nach vorne gebracht werden und ebenfalls danach blockieren. Allerdings müssen hier nicht die Fersen nach oben beschleunigen, sondern der Po muss nach oben gezogen werden, ähnlich wie ein Schweizer.
Ja, und am Ende möchte ich für euch einfach noch ein paar wichtige Dinge zusammenfassen. Und zwar müssen die Beine einfach immer gestreckt bleiben. Zweitens, die Beine müssen immer so nah wie möglich am Holm nach oben geführt werden und bis zum Schluss, also als ob ihr euch eine Hose anziehen wollt. Drittens, die Hüfte darf nicht nach unten fallen, denn sonst kann die Kippbewegung nicht erfolgen. Und viertens, die Arme müssen auch wirklich immer gestreckt bleiben. Und für die Profis unter uns, die das Ganze in den Handstand machen wollen, hier müsst ihr wirklich schauen, dass ihr frühzeitig eure Beine haltet bei der Kippe und direkt mit viel Schwung in den Handstand geht. Und zwar sollen die Fersen zuerst beginnen und dann soll die Schulter blockieren, damit ihr eben in den Handstand kommt, aber nicht umfallt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt meine Tipps gut umsetzen. Aber wie heißt es so schön, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Übung, Übung, Übung. Ja, und wie war das mit Abonnenten und Likes? Ja, und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr hier unten einfach ein Like da lasst. Ja, ciao. Ja, und am Ende möchte ich einfach noch ein paar Dinge für euch zusammenfassen, die einfach wichtig sind. Ja, einfach, fuck you.